Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal in der Reihe wieder Schritt für Schritt PS5, indem ich euch das ganze Menü und Einstellungen und alles blibla blub zur PlayStation 5 zeigen werde. Für die Leute, die halt eine PS5 haben, vielleicht sind noch ein paar Tricks oder Tipps damit bei. Für die noch keine PS5 haben, können dann schon mal das Menü sehen und wissen, wo sie was dann einstellen können. Ja, und wir haben im ersten, zweiten und dritten Video, im ersten haben wir hier das Hauptmenü Spiele, also Karteikarte Spiele gemacht. Im zweiten Video hatten wir die Medien. Und im dritten Video hatten wir das Profil. Und ja, Einstellung machen wir danach, denn jetzt zum Schluss bald. Suchen brauche ich jetzt nicht wirklich nochmal erklären. Das hatte ich da auch angerissen. Da können wir dann halt Sachen suchen. Wir wollen jetzt aber uns den Shop mal angucken. Bei der PS5 ist ein Riesenvorteil, dass der Shop in der Software, im Betriebssystem sozusagen mit integriert ist. Also sie ist nicht eine eigenständige App, die man erstmal öffnen muss und dann lädt sie. Und dann ist man im Shop und kann da Sachen aussuchen. Der ist jetzt hier auch nicht so übersichtlich, muss ich hoch dazu sagen. Vielleicht wird da ja noch was geändert, aber im Großen und Ganzen viel, viel schneller als bei der PS4. So, wir gehen jetzt einfach mal nach unten. Also ihr könnt auch einfach X drücken. Das ist euch überlassen, ob ihr hier nach unten drückt ein paar Mal oder halt einfach nur X drückt. So oder so kommt ihr in den Shop rein. Ich drücke jetzt mal X. So, und dann haben wir oben die Kategorien Aktuelles, Sammlungen, Angebote, Abonnements, Durchsuchen, die Lupe, also Durchsuchen haben wir und Reihensuchen, Wunschliste, das ist auch neu, das gab es vorher nicht, den Einkaufswagen und mehr. Und bei Durchsuchen haben wir dann auch noch mal hier auf der Seite noch mal extra für Sortieren und Filtern. Dieses Symbol werdet ihr auch in der Bibliothek finden. Da kommen wir dann nachher dazu. Bei Aktuelles findet ihr, wie der Name schon sagt, alles Aktuelle. Momentan ist hier Sommerangebot. Wenn ihr das Video im Winter guckt, dann wird natürlich kein Sommerangebot mehr sein. Und dann könnt ihr einfach raufklicken. Dann habt ihr hier Haufen Angebote, zum Beispiel, was nehmen wir denn hier? Destiny zum Beispiel, ja, 40% Rabatt oder empfohlen. Ja. Entdecke Horror, da haben wir dann die Horrorspiele. Also haben sie schön gemacht mit den Karteikarten und die dementsprechenden Spiele dazu. Dann haben wir oben PlayStation Plus. Da kommt ihr aber auch über die Bibliothek hin. Das werdet ihr dann im dementsprechenden Video sehen. Oder wenn ihr das. So, seht ihr das? Wenn ihr PlayStation Plus schon mal offen hattet und ihr das hier oben bei euren Spielen drin habt, es ist egal. Zack, kommen wir hin. Oder wenn wir in den Shop gehen. Zack, sind wir da. Sehr schnell, sehr flüssig. Finde ich schon mal sehr gut. Die PS Plus Sammlung, das sind die Spiele, die wir von Sony geschenkt bekommen, weil wir eine PS5 haben. Ich habe natürlich alle mal als gekauft gekennzeichnet, die ich noch nicht hatte. Einige hatte ich ja schon. Kann ich mir dann später mal runterladen, wenn ich es dann mal spielen will. So geht mir nichts verloren. Das sind die monatlichen PlayStation Plus Spiele gerade. Black Tales, Black Ops, ach, dieses Wrestling-Dings genau und oder war das hier? Ach ja. Fighter-Dingsbums. Dann haben wir noch zusätzlich hier die exklusiven Rabatte. Das sind ja nicht die PlayStation-Rabatte. Also bei PlayStation, also normal im Shop findet ihr Rabatte, wie jetzt mit dem Sommerangebot, die 70% und so. Im PlayStation Plus-Bereich gibt es nochmal eine extra Kategorie Rabatte, die ist für PlayStation Plus-Nutzer. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel ARK bekommen für 15,99 € anstatt 24,99 € oder hier Ark Survive Evolution, nee, das ist glaube ich eine Erweiterung, für 9,99 €
98. Und wenn wir dann halt hier auf die Sommerangebote gehen, hier war ja auch ARK irgendwo mit bei, glaube ich. Da, gut. Gut, da wird mir jetzt auch der normale PlayStation Plus Preis angezeigt, weil ich PlayStation Plus Mitglied bin. Aber normalerweise sieht es dann so aus. 50% Rabatt in weiß. Oder wir haben hier auch 80% Rabatt. Die PlayStation Plus Rabatte, wenn ihr PlayStation Plus Mitglied seid, die werden separat immer mit Gold angezeigt. Also mit so Gelb-Gold soll das sein. So ein Gelb angezeigt. Egal wo ihr die findet, weil ihr PlayStation Plus seid, werdet ihr immer angezeigt. Aber hier in diesem Bereich sind nur Rabatte für PlayStation Plus drin. Also keine, die so weiß, wo denn weiß ist oder so, die sowieso schon rabattiert sind. Nein, nur die Rabatte, die ihr bekommt, weil ihr PlayStation Plus seid. Die sind, findet ihr denn hier. So, dann haben wir hier unten nochmal die PlayStation Collection mit einem größeren Banner und einzelnen Spielen. Warum? Keine Ahnung, vielleicht als Hingucker oder so. Hier nochmal die monatlichen Spiele und dann haben wir hier noch Add-ons. Ja, die uns, die zu den Spielen sind, die müssen wir aber mit Geld bezahlen. Manchmal habt ihr hier aber auch welche mit bei, die gratis sind. Das sind halt zu den monatlichen Spielen die Add-ons. Ja. Falls man sagt, ach, COD, Mensch, dann nehme ich noch eine passende Add-on dazu, könnt ihr da dann gucken. Ja, basierend auf deinen Spielen, das sind halt Empfehlungen. Tomb Raider zum Beispiel. Das hat jetzt nicht wirklich was mit PlayStation Plus zu tun hier, das ist einfach nur eine Empfehlung. Exklusive Rabatte, da waren wir eben schon drin. Haben wir hier unten auch nochmal. Also ich weiß nicht, manche Sachen sind halt exklusive Pakete, sind halt doppelt und dreifach drin. Warum auch immer. Hier haben wir dann exklusive Pakete. Hier findet ihr zum Beispiel für Apex oder genau hier Dingsbums hier, Avengers hier. Wo waren das andere? Hier unten nochmal Avengers. Ja, ist einmal die PS4-Version und hier oben ist die PS5-Version. Hier haben wir auch nochmal Avengers. Und hier haben wir dann noch für Smiles. Da geht er rauf. Und dann seht ihr kostenlos, ich aktiviere das jetzt einfach mal, bestätigt das, bezahlen, kostet ja 0 Euro. So, vielen Dank. Und jetzt könnt ihr das spielen oder weiter, machen weiter. So. Und hier findet ihr dann auch, müssen wir mal gucken, wo es hier ist. Meistens so immer im Monat, alle paar Monate kommt dann hier nicht mehr verfügbar. Nicht verfügbar, warum nicht? Da kann man sehen. Achso, besitze folgendes Produkt schon. Entweder bin ich blind oder ich weiß auch nicht. Also ich aktiviere mal alles. Wer weiß, wozu man mal braucht. Eigentlich sollte ich auf Fortnite mit... Ach, da! Ich bin blind, ich hab's ja nicht gesehen. Da kriegt ihr als PlayStation Plus Besitzer ein exklusives Fortnite-Paket. Das ist halt hier unten erklärt, was das ist. Ein Outfit und ein Rücken. So. Also das lohnt sich auf jeden Fall bei diesen exklusiven Paketen regelmäßig reinzugucken. Weißt du nicht mehr weiter? Hinweise ohne Spoiler. Tipps. Achso, Hinweise zu spielen ohne Spoiler, ja. Dann monatliche Abo, halt 12 Monate, 3 Monate, 1 Monat. 12 Monate ist am billigsten. Dann abonnieren, monatliche Spiele, Kosten, PS Plus. Und warte mal, wir gehen einfach mal durch hier. Da haben wir genau die gleiche nochmal drin. Monatliche Spiele. Kommen wir wieder zu den gleichen monatlichen Spielen. Ich sag ja, das ist alles doppelt und dreifach hier dran. Ne? PlayStation Plus Collection ist wieder die PlayStation Plus Collection. Ob der Platzhalter sind und ob warum das doppelt und dreifach sein muss, ich kann es euch nicht erklären. Es ist aber halt leider so.
Und dann haben wir hier unten noch brandheiß, das wechselt dann immer. Darauf bin ich heiß. Das werde ich mir wahrscheinlich dann auch noch holen, ne? Hier haben wir den Vorbestellung. Hier könnt ihr dann zum Beispiel das neue Battlefield vorbestellen für 99 Euro. Ihr könnt da auch zur Wunschliste hinzupucken. Oder wenn man nicht mehr, brauchen wir es nicht mehr. Standard Edition kann man natürlich auch, das ist die ganz normale. Die kostet nur 79 Euro, nur ist auch aber besser als 99. Herr Kena hat sich ja verspätet. Da müssen wir jetzt noch warten. Kommt jetzt am 21.09. Ghost of Tsushima. Kommt am 20.08. Da haben wir dann hier die Bilder und hier dann nochmal die ganze Erklärung. Vorbesteller, also was da drin ist und so. Dann halt hier nochmal zum Spiel, Einspieler online und hast du gesehen. PlayStation Plus erforderlich für online. Ja, das hat ja einen Online-Modus gekriegt, Ghost of Tsushima. Und dann halt nochmal. Und dann halt hier nochmal mehr entdecken. Hier Fortnite jetzt zum Beispiel, Final Fantasy. Also das individuell erweitere deine Spiele. Das ist halt zu meinen Spielen, was ich jetzt so eine kleine Auswahl habe, wo ich jetzt was erweitern könnte. Zum Beispiel V-Bucks für Fortnite oder Assassin's Creed. X-Punkt. Oh Gott, Entschuldigung. Oder DLCs für Fortnite mit irgendwelchen Charakteren. Und dann hast du immer unten nochmal alle PS5-Spiele. Hat man hier alle PS5-Spiele zusammen. Und dann kann man hier auch dann nochmal sortieren. Zum Beispiel neu nach alt und Preis. Könnte man den Preis, wie viel wir ausgeben wollen. Wir können generell auswählen. Horror, Sport, Shooter, alles mögliche. Plattform, PS4, PS5, Veröffentlichung, ja, VR. Also da habt ihr genug Auswahl, um das zu sortieren. Genauso ist es im PS4-Bereich. Spiele unter 30 Cent. Habt ihr halt auch viel drin. Ja, meistens habe ich hier gekauft und angezockt. Oder einige halt noch nicht angezockt. Die sind immer noch auf meiner Platte und ich habe nicht die Zeit gehabt anzuzocken. So, hier haben wir nochmal PlayStation Plus. Das ist wieder das Gleiche. Ja. Also das ist bei Aktuelles. Ja, da haben wir dann halt. Es ist viel Platzhalter und viel doppelt. Ich weiß nicht warum, um vielleicht, dass er größer aussieht, um es voll zu machen. Ich kann es euch nicht verraten. So, Sammlung. Empfohlene Sammlung, entdecke monatliche Tipps, das ist halt auch dann nochmal viele Tipps, was sie uns geben. Hier, Metro, da habe ich jetzt die PS, das müsste, ja, das ist die PS5-Version, die habe ich mir jetzt aktiviert. Die habe ich auch nur durch Zufall gesehen, weil ich das Video schon mal versucht habe aufzunehmen. Entdecke Sport, da sind dann halt die Sportspiele drin. Wie PS5 verbessert. Komischerweise ist hier. Achso, das sind reine PS5-Spiele. Oh. Also das sind PS4-Spiele, die es jetzt auch für die PS5 gibt. Fortnite zum Beispiel, ist eine PS4 und eine PS5-Version. Miles Morales, Crash, Control, das wisst ihr ja alle. Und hier sind dann die Spiele, die es für PS4 gibt und PS5, was das gleiche ist. Warum da jetzt Metro nicht drin ist, kann ich euch auch nicht verraten. Ja, dann hier noch mehr. Ja, Indie-Spiele, da sind dann halt nur Indie-Spiele drin. Wer Indie-Spiele sucht. Bald erhältlich, ist dann auch nochmal, was bald erhältlich ist. Ach, da sind so Haufen geile Spiele mit bei, was ich warte, ey. So, entdecke nochmal Spiele unter 30 Cent, was wir eben schon hatten. Hier nochmal die Collection und hier gleich hier unten. Also es wiederholt sich halt viel. So, Angebote. Ja, das ist jetzt nur Angebote. Das ist ein bisschen kleiner gehalten. Aber morgens, das ist halt hier oben PlayStation Plus, PlayStation Now und hier unten EA Play.
das ist ja jetzt auch für die PS4, also PS4 und PS5. Warum hier in Decke steht bei Tales, ich habe keine Ahnung. Bei allen anderen steht installiert bzw. gekauft. Ich habe es auch auf der Festplatte. Ich habe die PS4-Version mir aktiviert und die PS5-Version. Also wenn oben steht im Titel, wir hier den Black for Tales und dann den Strich PS4-Testversion, das ist halt eine Testversion. Warum da Testversion steht, ich habe keine Ahnung. So, und wenn es ohne PS4 dasteht, ist es immer die PS5-Version. Ich habe gedacht, naja, und dann hier unten auch nochmal Haufen Empfehlungen und so. So, dann haben wir durchsuchen. Hier sind jetzt alle Spiele drin, egal ob PS4, PS5, PlayStation Plus. Ich gehe jetzt mal so ein paar Spiele durch, um euch so ein bisschen zu erklären. Wir haben auch natürlich hier wieder die Möglichkeit, alles zu durchsuchen und meist verkauft und hast nicht gesehen. Aber wenn ihr jetzt hier zum Beispiel bei COD guckt, oben habe ich diesen Pfeil mit den, also die zwei Punkte mit dem Dreieck, was ein Pfeil ergeben soll. Und unten drunter steht auch in Bibliothek. So. Also in meiner Bibliothek ist es. Und ich könnte es jetzt runterladen. Weil's, also Bibliothek heißt, ich habe schon mal gekauft. Ja, und ich könnte es jetzt runterladen, deswegen diese Punkte. Installiert, klar, weil ich es installiert habe, oben PlayStation Plus, weil es ein PlayStation Plus Spiel ist. Hier haben wir dann nochmal Epic for Tales. Das ist in der PS4, in der Bibliothek. Warum da nicht steht installiert, ich habe keine Ahnung. Ach so, ich habe es auf dem externen Speicher. Das sehe ich hier kopieren. Und mit dem Symbol, das ist auf meiner externen Festplatte. So. Hier haben wir dann zum Beispiel Rocket League in Bibliothek, PlayStation Plus und den Pfeil nach unten. Ja, das wir erstmal runterladen müssten, ist die PS4-Version. So, GTA steht jetzt gar nichts da. Kann ich jetzt nur Produkt anzeigen. Und es ist halt kaufen, installiert, da ist nichts. Kein PlayStation Plus-Symbol. Nicht runterladen, weil ich muss nicht runterladen, weil es installiert ist. Hier haben wir auch wieder in Bibliothek. Gab es mal für PlayStation Plus. So. Und wenn er dann hier direkt was suchen wollt, gehen wir mal zum Beispiel. Ihr habt da dann A Black for Tales, der DLC, alles was mit Tales Entschuldigung, zu tun hat. So. Entschuldigung. Was ist mit mir heute los? Und hier ist Haufen kostenlos. Das sind, achso, irgendwelche Erweiterungen. Entschuldigung, ey. Oh Gott, was ist mit mir heute los, ey. So, hier haben wir dann die PS4-Version. Da steht dann auch gekauft. Warum dahinter Testversion steht, ich habe keine Ahnung. Das wurmt mich ein bisschen. Und dann habt ihr, da findet ihr wirklich alle. Ihr könnt auch... Gehen wir denn hier? Ihr könnt jetzt natürlich auch... Ich habe das Mikrofon gerade stumm geschalten. So, ich könnte jetzt auch
Ich habe jetzt mal mein Mikrofon angemacht und gehe jetzt hier einfach drauf. Ah, Black Four Tales. Ja, oder macht da natürlich komische Sachen draus. Oder er versteht mich gerade doof. Assassin's Creed. So. Und dann findet er natürlich hier alles jetzt wieder. Also, das ist jetzt nicht nur begrenzt auf, ja, hier seht ihr, Mensch. Hier oben habt ihr dann alles. Spiele, Medien, Speicher, Spieler. Alles heißt natürlich alles. Das ist selbsterklärend. Bei Spiele habt ihr jetzt alles, was mit Assassin's Creed zu tun hat und Spielen drin. Bei Medien alles, was mit Assassin's Creed zu tun hat und Filme ist. Hier natürlich auch normale Assassins und so. Und Spieler, werden euch alle Spiele angezeigt, die Assassin's Creed heißen. Genauso funktioniert die Suche hier oben natürlich auch. Ja, also ihr braucht halt jetzt nicht unbedingt immer in den Shop gehen, um zu suchen. Ihr könnt auch direkt oben, ihr seid im Hauptmenü, braucht nicht hoch auf die Lupe gehen. Ja, einfach Dreieck drücken, ihr seid sofort da. Dann geht ihr hier rauf und sagt, was nehmen wir denn da jetzt? Ah, Black Four Tales. Ja, macht er Black Water raus. Oder Red Dead Redemption. So, fertig. Und dann sind wir jetzt natürlich bei alle. Wir gehen jetzt einmal hier auf Spiele. Und da haben wir dann hier zum Beispiel eine Erweiterung für Dead by Daylight. Red Dead Redemption 2. Hier natürlich Red Dead für PlayStation Now. Goldbarren. Installierte Erweiterung, also hier der Online-Modus. Ja. Genauso wie Filme, was mit Red Dead Redemption zu tun haben könnte, also was so ähnlich klingt. Und Spieler, die sich Red Dead Redemption genannt haben. So. Dann haben wir unsere Wunschliste. Entschuldigung, muss mal trinken. Hier ist jetzt meine Wunschliste. Da können wir jetzt hier zum Beispiel raufgehen. So. Und wenn ihr denn jetzt die Options-Taste drückt, könnt ihr das Spiel dann halt rausschmeißen. Oder Spiel anzeigen. Da könnt ihr aber eigentlich auch nur X drücken. Also warum das Spiel anzeigen ist, ich habe keine Ahnung. Und die sind dann halt so die Spiele, die auf meiner Wunschliste sind. Ratchet & Clank habe ich ja jetzt durch. Kann ich auch von Wunschliste entfernen. Habe ich noch irgendwas doppelt drauf? Hier habe ich so die Partyspiele mir mal rausgesucht. Die wollte ich mal holen und testen. Da hoffe ich immer noch auf bessere Angebote. Und dann halt hier noch Spiele, wo man schnell Platin machen kann. Wo ich auch noch Videos drüber machen will. So. Dann haben wir den Einkaufswagen. Da ist jetzt natürlich nichts drin. Wenn ihr dann hier Sachen in den Einkaufswagen packt, dann sind die hier drin. Also ihr geht auf ein Produkt drauf und dann sagt er in Einkaufswagen packen. Und dann weiter einkaufen. Und dann sind die hier drin und dann habt ihr hier zwei, drei Spiele drin und dann könnt ihr die halt mit Mal bezahlen. So, dann haben wir noch mehr. Oben habt ihr dann halt euren Avatar, euren Namen mit dem PlayStation Plus Symbol bei mir, weil ich PlayStation Plus bin. Mein Guthaben sind momentan 13 Euro. Dann haben wir Zahlungsarten, da können wir auswählen zwischen PayPal und einer Kreditkarte. Dann können wir dann halt die Daten eingeben. Genauso wie jetzt. PayPal könnten wir dann halt hier einfach über PayPal-Konto hinzufügen und dann verknüpfen.
So. Dann haben wir Code einlösen. Da lösen wir den PlayStation, also einen 12-stelligen PlayStation-Code ein, wenn wir eine Guthabenkarte gekauft haben oder irgendwo ein Spiel hergekriegt haben. Ihr habt ja auch Spiele, die man bei bestimmten Plattformen kaufen kann, wo man einen Gutscheincode kriegt. Oder halt, wenn man halt zum Beispiel DLCs in Spielen mit bei hatte, da ist dann so eine Karte mit bei, da steht ein Code drauf oder was weiß ich. Oder kriegt von was weiß ich, Amazon kauft dann ein Spiel und dann kriegt ihr am Tag vom Release oder einen Tag später ein Code, den könnt ihr dann für, was weiß ich, eine extra Waffe, Rüstung oder irgendwas, das könnt ihr dann hier einlösen. So, Abonnements, das sind meine Abonnements, die ich habe. Das ist natürlich ausgelaufen. Da könnt ihr halt sehen, da steht dann Status ausgelaufen, 28.02.2020, also vom 1. bis zum 2. Ich hatte da so einen Testmonat mal gemacht, der war gratis und da musste habe ich gedacht, kannst du gleich mal mitmachen, kannst du ein Video machen. Dann Herausgeber, wer es ist und Titel, wie es heißt, ein Monat, Abonnement. So, dann haben wir PlayStation Plus. Titel, da gab es halt 12 Monate Rabatt. Das war, habe ich online gekauft, also direkt in der PlayStation diesmal. Das letzte Mal, also beim letzten Mal, wo ich verlängert habe. Herausgeber ist halt auch Sony. Nächste Belastung sind 59 Euro. Start. Ach, das nervt mich mit dem Starttermin. Ich war von Anfang an PlayStation Plus Mitglied. Und dann habe ich einmal nicht die Nachricht von Sony gekriegt. Achtung, dein PlayStation Plus läuft bald aus. Jetzt steht er halt da, wo ich es dann verlängert habe. Also am 12. Nee, am 13. ist es ausgelaufen. Nee, am 12. ist es ausgelaufen. Also am 12.04.2016, am 13. habe ich es verlängert. Da bin ich dann in die Stadt gefahren, habe mir eine Karte geholt. Habe ich das online gemacht? Ich weiß gar nicht. Ja, das hat mich genervt. Und nächste Verlängerung, 13.04.2025. Da werde ich mir im Oktober, November, wenn wieder Black Friday war, November glaube ich, Black Friday ist, werde ich mir auch wieder eine Verlängerung holen für ein Jahr. Und dann steht da dann 13.04.2026. Lieber im Voraus, wenn sie im Angebot sind, gleich zuschlagen. Da könnt ihr auch. Also ich hab mal so gelesen im Internet und so, da gibt es irgendwie keine Begrenzung. Also wie viele Jahre man das im Voraus machen kann oder so. Aber ich denke mal so mit 6 Jahren und mit 5 Jahren im Voraus sollte ich erstmal gut fahren. Weil ich habe voriges Jahr nicht verlängert. Sonst bin ich immer halt 5 Jahre im Voraus. Diesmal jetzt nur 4 Jahre. Status läuft. So, Transaktionsverlauf. Da kann ich dann meinen Transaktionsverlauf sehen und kann jetzt hier den Tag angeben. So, und dann sehe ich halt hier die Sackboys, die ich mir geholt habe. Hier ist Metro zum Beispiel für 0 Euro. Und hier sind die DLCs alle. Ach ja, das ist. Okay. Das ist PlayStation 4 System, die Beta-Software. Oh. So, hier sind halt die ganzen DLCs, die sind alle gratis, weil hier unten habe ich halt den Season Pass geholt. Ja, und dann sind die natürlich alle gratis. Und da könnt ihr dann halt alle nachprüfen. Könnt ihr auch, was weiß ich, ein Jahr zurückgehen und gucken, was ihr da gekauft habt. Hier haben wir dann die Einkaufseinstellungen. Passwort an der Kasse wird benötigt und das werde ich mal sicherheitshalber anmachen. Nicht, dass ich wieder automatisch außersehen was kaufe. Storeland, da können wir jetzt hier auswählen. Land, Sprache. Da können wir jetzt zum Beispiel sagen. Also ne, wir gehen mal hier unten, USA. Oder United Kingdom. Sprache. Achso, ändert sich automatisch. Schade. Bestätigen. So, das ist alles Englisch. Und jetzt sehen wir halt praktisch. Den Shop von den Engländern. Da kann man dann gucken, weil manchmal haben die so Deals. So. Manchmal haben die andere PlayStation Plus Spiele. Das ist halt interessant zu wissen. Ihr könnt euch auch
Okay, Japan ist gar nicht mit bei. Warum auch immer. Schade. Schweden, Spanien, Rumänien, Niederlande, Italien. Bin einfach mal Austria. So. Wir sind jetzt im. Ja. Degenleit. Schade, klappt nicht. Wir gehen mal auf Plattform PS4. A bis Z. Wir sind schon bei C. BB sind wir. Jetzt sind wir bei C. So. Entschuldigung. So. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier sehen, weil das habe ich selber noch nicht getestet. Nee, Dying Light wird hier gar nicht angezeigt. Oder ich sehe es wieder nicht. Ich habe aber noch nie versucht, hier irgendwie was zu kaufen. Also ich habe dafür meine extra. So, jetzt steht sie auf Germany. Hier kann man auch personalisierte Kaufempfehlungen, personalisierte Werbung. Das könnt ihr ausschalten, wenn ihr wollt. Dann kriegt ihr halt keine Werbung auf euch zugeschnitten und keine Kaufempfehlung, die auf euch zugeschnitten ist. Ich hab alle dann. Ich bin neugierig, was Sony mir sagt, was für mich gut sein würde. Dann haben wir noch Bewertung, Gesundheit, Datenschutz. Also das ist dann halt der Lizenzvertrag. Nutzungsbedingungen, also da habt ihr jetzt halt viel zu lesen. PlayStation Network Software-Nutzung. Also es ist halt nur auf dem Blabla. So, das müsste eigentlich, ja. Das ist es auch. Das ist es jetzt auch zum Store gewesen. Ihr habt gesehen, der Store funktioniert jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Teilweise alles doppelt und dreifach drin. Er ist halt sehr angepasst, würde ich mal sagen. Also,
Ich würde mir eine bessere Übersicht wünschen, so wie im PS4 Store damals, wo man dann halt verschiedene Kategorien hat. Da kommt man halt hier wesentlich langsamer hin zu solchen Kategorien, was halt in der PS4 viel, viel schneller war. Entschuldigung. Und dann haben wir noch Hilfsprogramm halt hier, was wir denn halt noch aktivieren können. Store, jetzt gehen wir mal in Store ganz normal rein. Hilfsprogramm, ja, da kommen wir dann halt wieder direkt nach oben. Zack, mit Dreieck. Müssen wir mal kurz gucken, hier war noch irgendwo mehr. Ne, hier nicht. Achso, ja, wir haben hier bei PlayStation Plus, habe ich vergessen zu zeigen, wenn wir auf PlayStation Plus gehen, ohne noch den Cloud-Speicher drin. Da kommen wir zum Cloud-Speicher, wo wir, das ist auch genau das gleiche Menü, findet ihr unter Einstellungen auch, wo ihr Sachen aus dem Online-Speicher, also aus der Cloud, auf die PlayStation laden könnt. Also Safe Games oder halt Safe Games in die Cloud laden könnt. Und dann halt mehr haben wir dann halt noch wieder die Abonnements verwalten. Zahlungsarten kennt das schon. Über PlayStation Plus, dann finden wir halt Text über PlayStation Plus. Nutzungsbedingungen kennt er auch. Ja, das hatte ich vergessen, dass sich das im PlayStation Plus Bereich geändert hat, dass man da dann halt direkt auf die Cloud zugreifen kann. Das ist genauso, wenn ihr jetzt hier in den PlayStation Plus Bereich über das Icon geht. Das findet ihr auch, wenn es hier oben nicht ist. Oder PlayStation Now. Findet ihr auch hier. Und da installiert bei euch in eurer Bibliothek. Habt ihr PlayStation Now, PlayStation Plus, Remote Play. Da könnt ihr Remote Play starten. Damit ein Android- oder iOS-Gerät. Oder halt hier, zack, bumm, kommt dann PlayStation Plus. Also mit PlayStation Plus, das haben sie ganz gut gemacht, dass man da halt nicht in den Store reingehen muss. Man kann auch hier einfach rein. Oder wenn man es halt als schon mal auf hat und nicht so viele Spiele gespielt hat, dann ist es halt hier zu finden, gleich vorne. Kann gleich Anfang des Monats, wenn die Spielerinnen darauf gehen und die Spiele aktivieren. Aber halt vieles andere finde ich sehr unübersichtlich, sehr, sehr langatmig, wo wir in der PS4 viel schneller mit ein, zwei Klicks hingekommen sind, wo wir hier 3, 4, 5, 6 Klicks brauchen. Aber es ist noch am Anfang. Vielleicht wird sich da noch einiges ändern. Wäre natürlich schön. So, das soll es jetzt aber auch zum Shop gewesen sein. Bisschen lang, tut mir leid, aber ich wollte euch alle zeigen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.